Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 3 in der Definitive Edition hier beim 100% Platin Run. Ja, beim letzten Mal haben wir den ersten Teil von Rays Missionen abgeschlossen und hier schon mal die erste Mission bei Donald Love gemacht und jetzt geht's genau hier weiter. Das Kenji-Komplott. Nothing drives down real estate prices like a good old-fashioned gang war, apart from an outbreak of plague, but that might be going too far in this case. I've noticed the Yakuza and the Colombians are far from friends. Let's capitalize on this business opportunity. I want you to kill the Yakuza Wakagashira, Kenji Kassen. Kenji is attending a meeting at the top of the multi-story car park in Newport. Get a cartel gang car and eliminate him. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Klauen Ford Staunton einen Wagen der kolumbianischen Gang. Das ist nicht nötig, weil ich in der letzten Folge diesen Wagen mitgenommen habe. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht, dass ich so einen brauche nochmal. Das ist natürlich sehr, sehr günstig. Fahre jetzt zu dem Parkhaus in Newport und zieh Kenji aus dem Verkehr, ja. Deswegen ist es wichtig, dass man die Kenji-Missionen vorher macht. Weil wenn man das nicht macht, dann ist Kenji natürlich jetzt tot, wenn man diese Mission ja geschafft hat. Und dann kann man logischerweise keine Mission mehr bei Kenji machen. Somit würde man dann auch die 100% nicht mehr erreichen können. Ich weiß nicht, ich denke, es ist in der Definitive Edition immer noch so. Auch wenn ich das total bescheuert finde und ich... Also man... Das muss doch im Bereich des Möglichen sein, dass man einfach diese Möglichkeit aus der Welt schafft, dass man einfach dann ab einem gewissen Punkt keine Mission mehr für Donald machen kann, ehe man nicht die Kenji-Mission abgeschlossen hat. Denn lass den Marker doch einfach verschwinden für diese Zeit. Aber ich weiß dann jetzt nicht, ob es immer noch so ist, aber ich denke mal ja. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Was ich noch nie versucht habe, es könnte sich rächen. Aber ich würde es gerne mal probieren. Das habe ich noch nie so gemacht. Ich will es einmal probieren. Wenn es fehlschlägt, dann Leute, dann sorry, dann habe ich mal wieder was verbockt. Aber ich will unbedingt mal was ausprobieren. Das habe ich damals mal bei Casey Frew gesehen. Also bei dem Speedrunner, oder man kann ja mittlerweile Ex-Speedrunner sagen, weil er ja aufgehört hat damit. Er ist ja retired, also... Zumindest damals hat er das immer Let's Played und da hat er mal eine coole Variante gezeigt. Zumindest in der klassischen Version. Ich weiß nicht, ob das auch in der Definitive Edition möglich ist, aber ich würde es ganz gerne mal probieren. Zumal ich hier ganz gerne mal ein paar Waffen... Ja, ich weiß. Ich wollte einmal kurz hier was mitnehmen. Sollte das jetzt nicht klappen, dann sage ich gleich schon mal vorneweg, dann werde ich das nicht... Da werde ich es nicht mehr so probieren. Ich werde euch jetzt aber auch noch nicht verraten, was ich mache. Also, falls ihr jetzt keine Ahnung habt, was ich vorhabe, dann seid mal ein bisschen gespannt. Ich kann mich nur noch so dunkel dran erinnern. An das, was er damals da gemacht hat. Deswegen kann es jetzt auch ein totaler Reinfall werden. Also, es ist eine Wundertüte jetzt. Es kann sein, dass es jetzt geil wird. Es kann sein, dass es jetzt total peinlich wird. Also, es kann ein echter Fail-Moment werden, wenn es jetzt ganz schlecht läuft. Aber vielleicht funktioniert's ja. Genauso wie ich es mir vorstelle. Ah, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich glaube, das wird nichts. Es ist zu spontan jetzt. Ich bin gerade ganz spontan daran, habe ich daran gedacht, wie KZ das damals gelöst hat. Ich glaube nicht, dass das so ohne weiteres möglich ist. Hier draußen stehen die alle, ne? Oder kommt hier noch eine Etage? Ne, die sind genau hier über, glaube ich, ne? Da geht es nämlich nochmal hoch. Und hier über stehen sie genau. Okay, das heißt, es könnte jetzt auch absolut fail werden, aber mal gucken. Ich weiß, sonst wird man mich erkennen. Aber noch wurde ich nicht erkannt. So, jetzt nehmen wir einmal hier die... Oh! Alter, nicht ballern. Raketenwerfer nehmen. Und er ist jetzt direkt hier unter.
Und eigentlich müsste der Raketenwerfer genug Wumms haben, um hier durch die Wand, also durch diese Decke zu ballern. Könnte sein, dass er jetzt down ist. Auf jeden Fall, er hat schon ein paar Autos erwischt. Ach, Auftrag erledigt. Es hat geklappt. Yes, Leute, ich hab's geschafft. Ja. Oh, das war ambitioniert. Ich habe nicht mehr genau gewusst, wie er das gemacht hat. Aber genau so in der Art und Weise. Es war vielleicht nicht in die perfekte Ausführung, aber es war spontan jetzt. Und es hat genau so geklappt. Es hat nur nicht angezeigt, dass der Auftrag erledigt wurde, weil ich nicht im Auto saß, weil das Spiel davon ausgeht, dass man das in einem Auto erledigt. So, und jetzt wisst ihr genau, was passiert. Einfach das Auto gleich stehen lassen und dann ist die Mission geschafft. So, stehen lassen. Bam, Mission erfüllt. Und jetzt kann ich wieder einsteigen. Alter, ist das geil, dass das geklappt hat. Geil, geil, geil. Ich habe jetzt zwar alle Raketenwerferschüsse verballert, wahrscheinlich hat der erste schon gesessen. Man hat es ja rumsen gehört. Wahrscheinlich hat der erste wirklich schon das schon erledigt, das ganze Thema. Und ich hätte nur einsteigen müssen. Aber ich wusste es nicht. Aber dafür hat es doch geklappt. Und das ist doch super. Geil. Finde ich geil, wenn ich einfach in meinem zweiten Run hier von GTA 3 auch mal so ein paar Dinge neu ausprobiere und die einfach auch klappen. Ja, das freut mich gerade echt. So, Donald. Ich bin bereit für die nächste Mission. Nächtlicher Fischzug. In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. Nein, ich habe immer noch ein Trauma bei dieser Mission. Oh nein. Diese Mission. Also falls ihr es noch nicht getan habt, müsst ihr euch unbedingt mal auch nur dieses eine Video anschauen, wenn ihr keine Zeit oder keine Lust habt, euch das anzuschauen. Meine GTA 3 Folge, damalige GTA 3 Folge, von der Mission Nächtlicher Fischzug. Also gebt einfach mal ein GTA 3 Kontraperm Nächtlicher Fischzug. Es ist einfach nur Wahnsinn, was da passiert in dieser Mission. Also das ist einfach nur absolut crazy, was da passiert ist. Also das ist einfach nur... Pff, da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich muss ja einmal kurz runter. Ich meine, ich habe noch genug Zeit, also keine Hektik oder so. Muss man jetzt nicht. Hetzen muss man jetzt noch lange nicht. Ich hole mir jetzt ganz gechillt ein Boot und dann hole ich mir die Päckchen gleich und dann ist die Mission auch schon wieder geschafft. Ach nee, man muss an Land dann noch kommen und damit Sternen und... Ach nö, Leute, hört mir auf. Aber ich bin besser geworden. Ich meine, das ist jetzt, dieses Jahr wird mein GTA 3 Let's Play ab einem bestimmten Moment 7 Jahre alt. Das ist crazy. 7 Jahre alt wird das. Also das ist einfach nur crazy. Einfach zu glauben, dass ich damals GTA 3 gemacht habe und das jetzt einfach, dass ich 7 Jahre später hier immer noch sitze und immer noch Let's Plays aufnehme, das ist einfach nur wild. Und einfach, dass 2016 7 Jahre her ist. Also, das klingt für mich immer noch wie so eine Jahreszahl, die vielleicht so 2-3 Jahre her ist. Aber wir haben einfach jetzt schon 2023. Das hört sich einfach mega futuristisch an, finde ich, dieses Datum. Das ist einfach nur, weiß ich nicht. So, früher dachte ich immer, jetzt, Achso, da hinten ist es. Ja, okay. Ich bin ein bisschen, ja. Hier habe ich damals auch, glaube ich, mal gedacht, dass der Timer abgelaufen... Also, wenn der Timer abläuft, ist die Mission gescheitert und ich... ja, ein Päckchen. Noch eins. Ich bin gut dabei, also das ist easy. Und für jedes Päckchen gibt es einen Stern. Hm? Ihr wollt doch jetzt nicht von der Brücke runterfallen, oder?
Wie 4 von 6? Du hast doch 5 von 6 schon abgeworfen. Oder steht da noch der Text von... Achso, das hat sich noch nicht aktualisiert. Ich habe alle. Oder? Da kommt doch keins mehr, oder? Ach, da kommt noch eins. Jetzt habe ich 6. Und 4 Sterne. Du hast alle Päckchen. Bringen Sie zu Sonne darf. Oh, Polizei! Ein Bootskampf. Und jetzt kommt das Schwierigste der ganzen Mission. Man muss wieder an Land kommen. Ja. Oder ins Wasser fallen. Das ist Wahnsinn. Leute. Ja, jetzt kommt der schwierigste Part. Man muss mit 4 Sternen. Aber ich hatte mal gedacht, man kriegt hier 5 Sterne. Das geht ja sogar noch einigermaßen. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Ha. Oh. Ja, okay. Ich bin da mal weg. Und ich werde jetzt einfach so zu Donald fahren. Ich werde nicht ins Paint Spray fahren oder so. Nö. Das kriegen wir so hin. Jetzt haben wir eine actionreiche Verfolgungsjagd hier. Mehr oder weniger actionreich. Also, ja, ist jetzt nicht so umwerfend, aber... ich fahre nochmal eine Ehrenrunde hier einmal rum. Außenrum. Wobei, nee, ich biege hier ab. Boah, hat das Ding ein geiles Handling und die Straße ist einfach durchnässt. Perfekt. Und das war's, Leute. Küstennahe Lieferung. Ach, schließe einfach nächtlicher Fischzug ab, oder? Ja, okay. Und jetzt könnten wir bei Ray weitermachen. Was mache ich denn jetzt eher? Ray oder Donald-Mission? Ray oder Donald, Ray oder Donald, Ray oder Donald. Es spielt, glaube ich, gar keine Rolle, was ich jetzt zuerst mache. Ach, gehen wir doch mal zum Scheißhausbesitzer. Also ist nicht der Besitzer, aber der Scheißhaussitzer. Ich will jetzt die Ray-Mission abschließen. Da kommen noch echt geile Missionen. Ich meine, die Donald-Missionen, die jetzt noch kommen, die werden auch absolut wild, aber... Weg da! Wo willst du hin? Wieso fährst du so komisch? Aber der nächtliche Fischzug, er lief einfach nur perfekt. Das war echt geil. So, nächste Mission bei Ray, das ist im Fadenkreuz. You weren't followed. Good. This is it. I'm way over my head and I'm starting to drown here. The CIA seems to have a vested interest in Spank. And they don't like us screwing with the cartel. I'm a marked man, so I'm getting out of here. Get me to my flight at the airport, and I'll make it worth your while. Hm? Hat man hier nicht... Die Brücke wird von der CIA bewacht. Sucht ihr eine andere Route? Hat man hier nicht normalerweise ein... Ah, Mist, da hätte ich die Donald-Mission machen müssen. Ray? Ray? Ray, ich will nichts sagen, aber dein Zeitlimit läuft. Ray? 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 Okay, Ray will nicht. Ray will doch. Okay. Danke, dass du mir schon 10, 30 Sekunden geschnappt, weggenommen hast. Willst du jetzt so mit? Komm, okay, komm. Bleib einfach drauf. Sag mal, was ist... steig ein! Ray? Ray? Och, Alter! Junge, wenn ich das jetzt trotzdem noch schaffe, ne, dann bin ich einfach nur... Oh, rechte Hand auch noch, weil ich 2000... Habe ich jetzt 2500 Punkte erreicht? Ja, Verbrecher-Rating, rechte Hand, 2500 Punkte. So früh schon im Spiel, wobei wir sind jetzt auch... Ach so, okay, das wird jetzt auch markiert. Okay. Das ist gut, ich muss einfach nur da hinterherfahren. Okay, das war früher auch schwieriger, da musste man sich wirklich eine Route suchen und die wurde nicht markiert. Haben sie das echt vereinfacht jetzt? Aber was war gerade mit Ray los? Ray, wie soll ich das jetzt noch schaffen? Bist du crazy oder... Wie soll ich das jetzt schaffen, Ray? Du hast mir eine Minute von der Uhr genommen. Du bist doch nicht mehr ganz dicht, Junge. Was stimmt denn mit dir nicht? Alter Schwede, der nimmt mir hier komplett die Zeit von der Uhr. Geht es hier um mein Leben oder deins? Das musst du dich mal hinterfragen. Aber es ist doch krass, dass sie das einfacher gemacht haben. Wow. Okay, sie haben es einfach vereinfacht. Man kann jetzt den Tunnel hier einfach finden.
Das war früher auch anders. Ich weiß noch, wie schwer ich mich getan habe, diesen Tunnel zu finden. Ja, jetzt ist aber die Zeit und so. Also hier kann ich mich... Ich habe sonst immer die Donald-Mission gemacht. Und dann habe ich von Donald irgendwann ein gepanzertes Fahrzeug geschenkt bekommen. Und dann konnte ich trotzdem über die Brücke fahren. Und genauso habe ich das auch gemacht. Dann ist es ja auch ganz nett, dass ich mal die andere Variante hier mache. Dann habe ich mal beide Varianten auf YouTube. Das ist gar nicht so schlecht. Ich habe mich gerade so ein bisschen geärgert, aber... Ich meine, es wäre auch cool gewesen, wenn Ray einfach auf dem Auto stehen geblieben wäre und ich wäre so gefahren. Das wäre auch mal was Neues gewesen, aber... ja, dann fahren wir halt auf der Seite. Ist mir auch egal, also... Das Problem ist nur, dass die Zeit langsam abläuft. Ja, das ist halt das einzige Problem gerade. Die Zeit wird langsam ein bisschen problematisch. Ja, so kann man natürlich auch dem Stau entgehen. Das sind immer neue Varianten hier. Wenn die Straßen irgendwann zu voll sind, dann braucht man fliegende Autos. Das ist ganz richtig. Die fliegenden Taxis, die müssen langsam mal rankommen hier. Achso, das sind Lichter. Ich dachte, warum liegt da über Geld? Aber das ist doch gar kein Geld. So. Oh, shit. Da stehen sie auch noch. Nein. Nee. 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 Steig aus, Junge! Bitte! Nein! Er lebt noch? Oh, Junge, er lebt noch! Oh, Junge! Ist das geil! Ich bin ein Glückspilz! Ich weiß nicht. Also trotz dieser ganzen Problemchen hier, hat's geklappt. Ah, vielleicht kommt ja doch noch eine Mission, wo ich das gepanzerte Fahrzeug brauchen könnte. Okay, vielleicht habe ich mich auch wirklich vertan. Die Frage ist jetzt, werde ich jetzt nochmal angeballert oder... Ach komm, gib mir mal deinen Stinger. Den möchte ich jetzt gerne haben. Ich will ein vernünftiges Auto haben, wenn ich darüber fahre. Dann habe ich das gerade ein bisschen durcheinander gebracht. Also ich könnte sein, dass der trotzdem noch nützlich sein wird. Aber jetzt muss ich erstmal noch drüben ankommen. Ich sollte aber in den Tunnel. Weil die greifen mich immer noch an, das ist das Problem. Also heißt es wieder durch den Tunnel fahren. Genau, wieder durch den Tunnel. Ich bin falsch abgebogen, oder? Hä? Ich hätte... Wie fahre ich denn jetzt am besten? Ich meine, so kann ich auch fahren. Ah gut, ich könnte natürlich auch so fahren, wie die Route es vorgibt. Die Route lenkt mich jetzt hier über die Brücke, ne? Aber nee, das kann ich nicht machen, Spiel. Das mache ich nicht. Wow, das war die Polizei. Das kann ich nicht machen. Da sind doch immer noch diese CIA-Agenten, die jetzt auf mich ballern wollen. Nee, da fahre ich einmal hier lang. Das kannst du vergessen, Spiel. Das mache ich nicht. Als wenn ich jetzt die Mission riskieren würde, nur deshalb. Ich meine, der schlimmste Part ist geschafft. Ich meine, das war jetzt nicht schlimm, aber mit all den Problemchen, die Mission jetzt gerade hatte. Also ich meine, er wollte am Anfang nicht einsteigen. Dann bin ich kurz zum Ziel, habe ich mich noch überschlagen, habe angefangen zu brennen. Er ist durch die Explosion des Autos nicht gestorben. Und ich hatte nur noch 20 Sekunden auf der Uhr und habe es dann noch geschafft. Also das war schon sehr lucky und das würde ich jetzt ungern wegwerfen wollen. Passt doch, dann fahre ich so und dann bin ich gleich wieder hier auf der zweiten. Das war übrigens jetzt, wir waren gerade auf Shoreside Vale, ne? Das heißt, Shoreside Vale ist jetzt freigeschaltet. Das heißt, ich kann ab jetzt Päckchen sammeln. Das heißt, theoretisch könnte ich das in der nächsten Folge machen. Gut, ich würde, glaube ich, erstmal ganz locker anfangen, vielleicht mit den Monster-Stunts oder sowas in der Art. Und dann vielleicht die Rampages machen. Und Import-Export muss ich auch noch machen. Und dann zum Schluss vielleicht die Päckchen. Ich werde mir was überlegen. Irgendwas. Also ich muss es eh alles machen. Ah, das wird ein bisschen Arbeit, ja. Da freue ich mich schon drauf. Aber es ist ja auch das einzige GTA,
der Definitive Edition, wo ich noch Guides machen möchte. Alle anderen habe ich ja in den klassischen Teilen bereits gemacht und da gab es auch schon die große Karte. Ich meine, die große Karte ist der einzige Faktor hier in dem Fall. Damals gab es sie nicht, deswegen habe ich die Guides ganz anders aufgebaut. Und jetzt kann ich das halt stark vereinfachen und auch stark verkürzen. So, dann wollen wir da doch mal... Nö, dann fahre ich hier nochmal ganz entspannt außen rum. Ich finde das auch crazy, dass das jetzt noch zu der Mission zählt. Also selbst jetzt könnte man die Mission noch failen, obwohl er uns nur noch ein Geschenk machen möchte. Wieso ist das denn jetzt irgendwie noch Teil der Mission? Das ist doch optionaler Kram. So. Achte auf... Achso, einen kugelsicheren Patriot hat er jetzt. Wir sehen uns in Miami, Ray. Und jetzt ist die Mission erst geschafft. Und diesen kugelsicheren Patriot, den muss ich mir aufbewahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und am besten... Wobei, ich kann mir den hier eigentlich noch aufbewahren. Ich werde den, glaube ich, hier auch noch brauchen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich werde den hier auf jeden Fall in die Garage parken, weil der wird uns früher oder später sowieso helfen. Den brauche ich auf jeden Fall später. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass man den nicht zerstört, weil er ist zwar kugelsicher, aber natürlich ist er nicht explosionssicher. Und er ist halt auch nicht sicher vor generellem Schaden durch Stöße und sowas. Und wenn er überschlägt, fängt er genauso an zu brennen wie jedes andere Auto auch. Deswegen, ich nehme mal, ich habe diesen Barracks OL, glaube ich, hier drin, ne? Ja, den nehme ich einmal raus. Weil der ist ja nicht selten, den kriegt man ja überall. Der ist allerdings einmalig und deswegen nehme ich den auch einmal. Und dann könnten wir ja eigentlich nochmal zu Donald, weil ich würde jetzt schon gerne nochmal eine Mission bei ihm machen. Schön so parken, dass man ihn dann auch wieder rausbekommt. Ganz wichtig. So. Muss ich vielleicht den Flammenwerfer nochmal benutzen für die Trophäe? Moment. Irgendeine Waffe fehlt mir noch. Irgendwas, meint das Spiel, habe ich noch nicht erledigt. Irgendeine Waffe. Ich weiß aber nicht welche. Welche Waffe willst du noch, dass ich die... Welche Waffe möchtest du noch sehen von mir, Spiel? Die Schrotflinte? Hab ich doch schon. Ansonsten? Ich weiß es nicht. Den Baseballschläger vielleicht. Den Baseballschläger. Das kann es sein, ja. Aber wo kriege ich jetzt einen Baseballschläger her? Gibt es da hinten zufälligerweise einen beim... Muss einmal gucken. Ja, stimmt. Ich habe mir den Baseballschläger bisher nur in der Gegend herumgefuchtelt. Und ganz am Anfang gab es ja eine Mission, wo gesagt wurde, man soll den Baseballschläger nutzen. Da habe ich den ja auch nicht benutzt. Ich habe bisher nur gegen eine Scheibe geschlagen und das hatte ja keine Wirkung. Das heißt, im Endeffekt hat das Spiel wahrscheinlich auch noch keinen Treffer gezählt mit der Keule. Aber leider ist diese Keule hier nicht. Na, war da im Versteck wirklich kein... Ich muss mal kurz neu laden, sorry Leute, aber das ist jetzt schneller, als wenn ich da wieder zurückfahre. Einmal kurz neu laden. Ist hier irgendwo eine Baseballkeule? Ich würde die gerne einmal verwenden, weil ich will diese Trophäe jetzt endlich haben. Da. Ich glaube, das ist es nämlich dann. Und ich muss einmal hier ein Auto schlagen. Dann habe ich einen Treffer. Jetzt habe ich einen Treffer. Ist das die Trophäe jetzt? Oder hat er das schon gewertet? Es kann sein, dass er das schon gewertet hat jetzt. Also schon vorher schon. Ich wollte es nur einmal probiert haben, weil kann ja sein. So, jetzt aber. Spätestens jetzt habe ich den Treffer gehabt. Und wenn das nichts bringt, dann bringt das nichts. Hallo? Hallo, jetzt alle Sport... Ja, für mich bleibt nur der Kuruma wieder über. Ja, vielen Dank auch. Naja, gut. Wollen wir dann jetzt nochmal zu Donald...
was kommt denn jetzt bei Donald, ist die Frage. Wenn es jetzt irgendeine ganz lange Mission ist, ach komm, eigentlich will ich es nicht mehr machen. Dann habe ich jetzt mal eine kürzere Folge. Die letzten Folgen waren noch immer ein bisschen über 30 Minuten. Das ist schon okay. Wir können auch mal so ein bisschen im Trophäenmenü rumgucken, was wir jetzt eigentlich alles so haben mittlerweile, was da noch so alles kommt. Speichern muss ich ja jetzt nicht. Wobei doch, würde ich schon ganz gerne nochmal abspeichern, weil dann habe ich den Schlag mit der Keule auch einmal drin. Das passt schon. So. Leute, von heute. Dann gucken wir mal eben in die Trophäenliste. Rechte Hand, 44% mittlerweile der ganzen Trophäen, also es wird immer besser. Man sieht, so 4%, also 2500, genau. Was fehlt denn jetzt noch so ein bisschen? Was muss ich mir noch angucken? Aalglatt, zahle 20 mal Schmiergeld, das ist ja sowas, ja, das muss ich dann halt vielleicht mal gezielt irgendwie angehen, das ist ja hier einfach. Indem man das regelmäßig einfach mal ein bisschen macht. Dann hat man das auch irgendwann. Ich weiß nicht, so ein paar Sterne habe ich ja mittlerweile auch schon eingesammelt. Dann haben wir noch hoch die Reifen. Die Monster-Stunts, ist klar, das kommt jetzt natürlich auch in den kommenden Folgen. Kommt raus und spielt! Töte 25 Game-Mitglieder mit Nahkampfwaffen oder deinen Fäusten. Ja, das ist auch etwas, was jetzt nicht sonderlich schwer ist. Also ich weiß nicht, ob ich das im normalen Spielverlauf jetzt bekomme. Falls nicht, muss ich das eben einmal gezielt machen. Das ist ja auch gar kein Problem. Also das ist eine Minute in Liberty City. Überlebe eine Minute lang mit weniger als 10 HP. Einfach. Einfach auf 10 reduzieren und dann einfach eine Minute rumstehen. Volles Arsenal, genau, das ist die Trophäe, die ich meinte. Genau, jede Waffe einmal benutzen. Es gibt wahrscheinlich ja noch irgendeine Waffe, die ich noch nicht verwendet habe. Ich weiß aber gerade nicht welche. Flammenwerfer hatte ich. AK. M16. Flammenwerfer. Granate. Sniper. Pistole. Uzi. Baseballschläger. Die Faust vielleicht? Ich hab schon Leute geschlagen. Das passt nicht. Außerdem, ja, das wird doch nicht als Waffe zählen. Nee, es ist absurd. Das ist nicht richtig. Nee. Aber ich würde da gerne nochmal reingucken. Das war gerade echt cool. Ich war ja noch nicht ganz fertig, Spiel. So, ich war noch nicht ganz fertig. So, wir waren jetzt gerade. Genau, nicht so schnell. Schließe die Übergabe ab, kommt noch. Ja, das sind die King Courtney-Missionen. Hier müssen wir noch eine Choice-Mission machen, die, wenn jetzt die zweite, dritte Insel wirklich freigeschaltet ist, Shoreside wäre, dann kann ich das jetzt auch machen. Und ansonsten, das kann ich dann auch jetzt theoretisch demnächst mal angehen. Das kann ich dann auch angehen. Und 100% ergibt sich dann von selbst, wenn ich die anderen Sachen gemacht habe. Und ich würde das gerne so machen, dass ich die Platin-Trophäe so wie bei Vice City mit der finalen Story-Mission schaffe. Deswegen würde ich mir das gerne so ein bisschen hinlegen. Finde ich dann einfach schöner, wenn man dann die Platin-Trophäe hat mit denen und dann die Credits kommen und man dann das Finale hat und ja, passt einfach und man kann sich das in GTA 3 wirklich gut zurechtlegen, das Ganze. Ja, okay. Dann würde ich sagen, war es das aber mit dieser Folge für heute. Das ist auch für mich jetzt, für diesen Tag hier, die letzte Folge gewesen. Ich werd jetzt nicht mehr weiter aufnehmen. Ich muss mir jetzt ein paar Gedanken machen, was ich als nächstes machen werde. Ich meine, uns steht jetzt alles offen. Ich meine, hier ist ja jetzt auch wirklich das Versteck. Also ist ja jetzt bestätigt, dass die Insel frei ist. Ich meine, ich war ja gerade auch hier unterwegs schon. Das heißt, ich kann ab sofort alles machen, was ich möchte. Ich kann alle Nebenmissionen machen. Mir steht alles offen. Und vielleicht mache ich die erstmal und dann mache ich mit Donald weiter. Dass wir dann zum Schluss nur noch Story-Missionen zu erledigen haben. Das wäre ja eigentlich auch ziemlich cool. Ich meine, da kommen jetzt auch nicht mehr viele Story-Missionen. Davon mal ganz abgesehen. Und die Telefonmissionen müssen wir dann auch noch machen. Aber vielleicht mache ich jetzt erstmal so ein bisschen die Sammelsachen. Aber das muss ich mir nochmal überlegen. Auf jeden Fall war es das mit dieser Folge für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.